Seelisches Entwicklungsziel verzögern. Im Angstpol. Rückzug. Im Pluspol. Im Liebespol. Rückschau. Gelesen nach den Archetypen der Seele von Hasselmann und Schmolke. Die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen, unter denen ihr lebt und leidet, bringen es mit sich, dass auf Wachstum und Fortschritt große Stücke gehalten werden. Der natürliche Gegenpol zu diesen Faktoren, nämlich das Verzögern oder Verlangsamen, wird vernachlässigt. Es wird als etwas betrachtet, dass es zu vermeiden gilt, als etwas, das sich nicht gehört, ein Makel, ein Mangel, eine Behinderung oder ein Versäumnis. Es ist uns ein großes Anliegen, euch von diesem kulturell geprägten Missverständnis zu befreien und euch zu zeigen, dass euer Fortschrittsglaube euch schnell dazu verleitet, den Wert, der in der Verzögerung allgemein und in der seelischen Verzögerung im Besonderen steckt, zu verkennen. Verzögern ist in allen Ausprägungen ebenso wertvoll wie Beschleunigen, nicht nur als ein Entwicklungsziel der Seele, sondern grundsätzlich. Was wäre ein Fahrzeug ohne Bremse? Was wolltet ihr? Immer nur beschleunigen, ihr könntet dort nicht anhalten, wo euer Ziel ist. Die Kunst zu bremsen, die Kunst zu verzögern, findet auf vielen Gebieten eurer Existenz ein weites Betätigungsfeld. Wer die Kunst der Verzögerung beherrscht, sei es beim Liebesakt oder beim Vortrag eines Gedichts, wird anders aus der Situation lernen und auf andere Weise von ihr profitieren als diejenigen, die das, was sie erreichen wollen, im Sturmschritt angehen. Jene, die sich das Entwicklungsziel des Verzögerns gesetzt haben, sind nicht zu bedauern. Sie sind nicht als Menschen zu betrachten, die nun einmal leider länger brauchen als andere. Vielmehr solltet ihr sehen, dass sie unter den Umständen, in denen sie sich inkarnieren, eine besondere Bereitschaft zeigen, gegen den Strom zu schwimmen. Gerade weil sie umgeben sind von Menschen, von einer großen Übermacht von Menschen, denen nichts schnell genug geht und die ihre Erfüllung in ständiger Veränderung, in unaufhaltsamen Fortschreiten aller Entwicklungen finden, suchen die Menschen mit dem Ziel des Verzögerns die Ruhepunkte des Lebens, ohne sie allzu leicht finden zu können. Der Mensch, der sein seelisches Wachstum durch Verzögern erlangt, hat in eurer Gesellschaft Mühe und ringt um Anerkennung, wenn er auf seiner Verlangsamung beharrt und darauf besteht, dass sie ihm von den Mitmenschen zugebilligt wird, ohne dass er damit auf Ablehnung stößt. Das Motto dieses Menschen heißt: Halt, nicht so schnell, ich muss mir das alles noch einmal genau anschauen. Ich brauche Zeit, um hinzufühlen. Dieses Bedürfnis bedeutet nicht, dass ein Mangel an Intelligenz oder Auffassungsgabe vorliegt. Es bedeutet keineswegs, dass ein Mensch mit dem Entwicklungsziel verzögern geistig zurückgeblieben oder motorisch behindert ist, obgleich auch diese Lösungen nicht selten gewählt werden, um ein Verzögern als seelisches Entwicklungsziel unter allen Umständen zu garantieren. Verzögern bedeutet Zeitgewinn. Verzögern bedeutet
alles gründlich überfühlen zu dürfen, bevor der nächste Schritt gemacht wird. Verzögern bedeutet nicht über die Details hinwegzusehen, sondern das Ganze sorgfältig in seine Teile zu zerlegen und sich die Muße zu gestatten, die Einzelheiten mit der Lupe zu untersuchen. Die Seele, die sich Verzögern zum Entwicklungsziel setzt, hat in den meisten Fällen eine lange Periode eiligen, beschleunigten Wachstums hinter sich. Nun hat sie beschlossen, auf eine Art neu zu wachsen. Die Seele ist sozusagen außer Atem und braucht eine Ruhepause. Zu einem Stillstand will sie es nicht kommen lassen, aber ein Verzögern, ein Fortschreiten, ein in langsamen Schritten Gehens kann sie sich gestatten. So strebt sie weiter dem großen Tor zu. Sie muss nicht stehen bleiben, um sich von Überreizung und Überforderung zu erholen, aber sie kann nun auch einmal die Zeit finden, sich umzudrehen. Sie schaut zurück in die Vergangenheit, erkennt den Wert des Vergangenen, statt ihn in aller Eile zu übersehen oder gar abzulehnen. Sie kann sich Zeit nehmen, durchs Leben zu schlendern und dadurch Erlebnisse haben, die einem Eiligen niemals zuteil werden. Darum ist der eilig Beschleunigende nicht besser und nicht schlechter und auch der Zögernde nicht besser und nicht schlechter dran als alle anderen, die sich Ziele suchen, die ebenfalls ihr Wachstum auf eine ganz eigene und eigentümliche Art und Weise fördern. Wir sagten, dass es für den, der seinen Schritt verzögert, wichtig ist, zurückzublicken und die Vergangenheit einer genauen Prüfung zu unterziehen. Das ist mit dem Pluspol der Rückschau gemeint. Rückschau bedeutet, alles, was auf dem Weg zurückgelassen wurde, noch einmal auf seinen Gehalt und auf seinen Wert hin zu prüfen, um zu erkennen, dass das meiste davon weiterhin nützlich ist und seine Schönheit nicht verloren hat, obgleich es ein wenig aus der Mode gekommen ist. Wer sich verzögernd zum Ziel wählt, wird in aller Regel Freude an den Strukturen, den Mythen und den Künsten der Vergangenheit haben. Er wird sich mit seiner eigenen Geschichte und mit der Historie seiner Umgebung, mit der Vergangenheit seines Volkes und anderer Völker gern beschäftigen. Am liebsten aber taucht er in die Urzeiten zurück, die in ihm Erinnerungen wecken, die kaum ein anderer teilen kann. Diese Rückschau gibt ihm Kraft, denn sie bindet ihn in eine Kontinuität ein, die ihre eigene Wahrheit hat und die ihm die Sicherheit schenkt, unvergänglich zu sein. Der Rückschauende besitzt einen Schlüssel, der ihm die Tore öffnet zu den Tiefen und Abgründen nicht nur seiner eigenen Seele, sondern der ganzen Menschheit. Er verschmäht niemals das, was dunkel, unerklärlich und sogar für manche verwerflich erscheint. Nichts bewegt ihn so sehr wie das Rohe, das Ungeglättete, das Archaische, das Wilde. Er verspürt eine Sehnsucht, diese ungeglätteten Bereiche in sich zu assimilieren und zu integrieren. Deshalb setzt er sich gern mit Gestalten in Verbindung, seien sie real, historisch oder literarisch, die solche Eigenschaften aufweisen.
In seinen besten Stunden fühlt sich jemand, der sich seinem seelischen Entwicklungsziel gemäß der Vergangenheit zuwendet, der Natur und nicht nur der vegetabilen oder animalischen, sondern auch der menschlichen insbesondere Weise verbunden. Keiner benötigt so sehr wie er den direkten Kontakt mit der Erde, dem Wasser, den Bäumen und, wenn es möglich ist, den Wolken. Er kann sich auf eine eigentümliche Weise entgrenzen, indem er eins wird mit all dem, was ist, und besonders mit allem, was einmal war. Nun zeigt derselbe Mensch aber auch leicht dazu, sich zu verkriechen und sich zurückzuziehen, wenn ihn die Angst übermannt, so dass er oft in Bereiche flüchtet, in denen ihn der Mitmensch nicht mehr erreichen kann. Wenn jemand mit dem Ziel verzögern, sich verängstigt oder gesundheitlich nicht wohlfühlt, sich vom Leben bedrängt sieht oder in eine furchtsame Stimmung gerät, wird er stark zur Regression neigen. Er wird sich sehr klein und hilflos fühlen und sich am liebsten an einen Ort verziehen, an dem er ganz alleine ist. Besäße er eine Höhle, wäre sie ihm ein Heim, aber das Bett tut es auch. Der Mutterleib wird, so häufig es geht, als der Ort stimuliert, der im Zustand der Angst die meiste Geborgenheit verspricht. Rückzug braucht jedoch nicht nur der Körper. Auch die Psyche schafft sich ihre Bereiche, in die sie sich zurückziehen kann. Kindlichkeit, Naivität, die einen Schutz versprechen, der nicht besonders wirksam ist, müssen oft dazu dienen, die Bedrohlichkeit einer Welt, die alles unter das Banner des Fortschritts stellt, von sich abzuwenden. Heftige, schnelle Veränderungen sind dem Menschen mit dem Ziel verzögern ein Greuel, und zwar besonders dann, wenn sie ihn in seiner mußevollen Beschaulichkeit behindern und ihm die Gelegenheit rauben, dort seinen Schritt zu verlangsamen, wo er besser verstehen will, wo er seinen Schutz braucht und wo er vermeiden möchte, über eine Sache hinwegzusehen, die ihm emotional wichtig und wertvoll ist. Deshalb ist es von besonderem Vorteil, wenn er sich einen inneren oder äußeren Ort schafft, an dem er immer wieder seinem Ziel zu verzögern nahe kommen kann. Einen Ort, der stabil ist, der sich nicht verändert, der ihm Geborgenheit gewährt und ihm gewährleistet, dass er alle Zeit hat, das, was mit ihm passiert, von allen Seiten und unter sämtlichen Aspekten zu beobachten. Der Mensch mit dem Verzögern als Ziel und Thematik seiner aktuellen Existenz ist ein rechter Wiederkäuer. Er braucht wie eine wertvolle Milchkuh die Möglichkeit, das soeben Verschluckte noch einmal hervorzuholen, wieder zu schmecken, zu verdauen und durch seine verschiedenen Mägen hindurchzuleiten. Wenn ihm das nicht gestattet wird oder er selbst nicht die Zeit dazu nimmt, kann er keine gute Milch geben. Wenn er aber seine Bedürfnisse nicht als Mangel oder Laster ansieht, sondern als eine schöne, ihm gemäße Notwendigkeit, wird die Milch von großer Süße und kräftigem Gehalt sein und er wird sich selbst und andere damit nähren können.
Die Urtümlichkeit dieses Vorgangs mag ihm ein Anlass sein, sich selbst die Umstände zu schaffen, in denen er ruhend seine Erlebnisse verarbeiten kann, ohne gestört zu werden. Wird eine wertvolle Milchkuh beim Verdauen ständig mit der Peitsche auf der Wiese umhergetrieben, darf sich der Bauer nicht wundern, wenn ihre Milch versiegt. Darum gilt für alle, die sich dieses Entwicklungsziel gewählt haben, dass sie sich im Leben ruhig niederlassen sollen. Sie gewinnen das Wesentliche, wenn sie den an Eile und Fortschritt orientierten Normen der sie umgebenden Gesellschaft, die ihnen ein schlechtes Gewissen machen und ihnen immer vor Augen halten wollen, dass Langsamkeit Unwert bedeutet und Schnelligkeit den Sieg davontragen sollte, eine deutliche Absage erteilen.